Sabrina. Ich treffe mich hier jede Woche mit meiner Lerngruppe zusammen. Wir arbeiten jeder an verschiedenen Projekten individuell. Und besonders hilfreich ist für mich einfach, dass wir einen festen Termin in der Woche haben, dass ich mich nicht ablenken lasse, dass ich dann wirklich hier hinkommen muss und dass wir dann weiterkommen einfach mit unseren Projekten und schließlich auch das Ziel erreichen, was wir uns gesetzt haben. Mein Name ist Anna und ich studiere Mathematik hier an der Uni Bielefeld. Und ich bin total froh, dass ich von Anfang an Übungsgruppen zum Lernen hatte. Das hilft, wir setzen uns immer zusammen und besprechen die Aufgaben gemeinsam. Und wenn ich das alleine machen müsste, das würde ich, glaube ich, nicht so hinbekommen. Ein mathematischer Beweis. Pflichtprogramm für die Studierenden. Wie sie die Aufgabe angehen, ist ihre Sache. Anna Kracht löst den Übungszettel mit ihrer Lerngruppe. Die Gruppentreffen sind freiwillig, keine Pflichtveranstaltung. Aber nur so kommt man wirklich voran. Ich glaube, wenn ich alleine arbeiten würde, dann würde ich bei Weitem nicht so viel schaffen und auch nicht so weit kommen und viele Lösungen auch gar nicht finden. Und wenn wir das in der Gruppe machen, dann sind da verschiedene Ansätze und wir besprechen uns und man verfolgt dann am Ende doch irgendwie den richtigen Ansatz, weil man sich untereinander ausgetauscht hat und kommt dann auch zu einer Lösung. Anders gesagt, wer alleine vor sich hinwurstelt, verliert schnell den Anschluss. Besonders wichtig ist gemeinsames Lernen, wenn Defizite auftauchen. Ein Beispiel: angewandte Statistik, eine Vorlesung in Wirtschaftswissenschaften. Viel Mathematik. Und Sie sehen, die schleicht sich hier in eine schon vorbereitete Formel ein. Wer da nicht mehr mitkommt, und das sind einige, braucht Hilfe von Lernpartnern. Wichtige Ansprechpartner, Tutoren wie Kevin Maidorn. Hier in der Lernpartnerbörse in der Bibliothek im Lernort B1 fördert die Uni Bielefeld partnerschaftliches Arbeiten. Ebenso wie in den Lehrveranstaltungen selbst. Und auch in Fächern, in denen das bisher nicht üblich war. Zum Beispiel in Jura, Germanistik und Geschichte oder eben in Wirtschaftswissenschaften. Gerade bei den Erstsemestern gibt es häufig Studis, die ja, sich nicht so ganz dessen bewusst sind, welche Inhalte tatsächlich auf sie zukommen und sind schließlich mit Inhalten bezüglich Mathe, sei es in Wirtschaftswissenschaften oder in Sozialwissenschaften, völlig überfordert. Wer hier nicht rechtzeitig darauf achtet, in einer Gruppe gemeinsam Ergebnisse zu erarbeiten, verliert schnell die Lust am Studium und steht hinterher alleine da. Miteinander und voneinander lernen, das gilt auch fürs wissenschaftliche Schreiben. Tina Stelze steht vor ihrer ersten Hausarbeit in Germanistik. Über das Schreiblabor fördert die Uni gezielt Lernpartnerschaften und so bekam sie Kontakt zu anderen Studierenden. Als ich erstmal feststellte, dass ich eine Hausarbeit schreiben muss, war ich erstmal so, okay, was muss als nächstes gemacht werden? Wo muss ich überhaupt hin? Ich stand echt so ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Ich hatte keine Ahnung, wie finde ich eine Fragestellung? Wie finde ich überhaupt erstmal ein Thema, ein vernünftiges? Wie grenze ich das ein? Wie sieht eine Gliederung zum Beispiel aus? Die Lerngruppe hat mir halt insofern geholfen, dass die beiden die Erfahrung haben und mir die Grundstruktur von einer Hausarbeit erstmal erklären konnten oder mir Beispielhausarbeiten gegeben haben. Das war für mich halt sehr hilfreich, weil ich vorher gar keine Ahnung hatte, was ich überhaupt tun muss. Den ersten Schritt allerdings muss jeder selbst tun. Vielleicht fangt ihr gleich mit eurem Nachbarn an und verabredet euch. Gemeinsam lernen, das ist genau der richtige Einstieg ins Studium an der Uni Bielefeld.